Leute, was geht ab, Leute? Hier. Es gibt neue Infos, neue Videos, neues Promomaterial zu Meltan, dem neuen mythischen Pokémon. Wurde auf Twitter gepostet und ja, hier meine erste Reaktion. Schauen wir uns das mal gemeinsam an. Wir arbeiten Tag und Nacht daran, mehr über dieses neugierige und ausdrucksstarke neue Pokémon herauszufinden. Alles klar. Hier gibt es brandneue Aufnahmen von wilden Meltan. Hashtag Meltan, Leute. Tweetet uns eure Meinung zu diesem neuen Pokémon. Müsst ihr nicht machen, aber schreibt eure Meinung unten in die Kommentare. Und hinterlasst ein Like. Nicht vergessen. So. Auf geht's. Mach mal Musik lauter. Die haben sich echt viel Mühe gegeben mit diesen Videos. Anmerkung zu einer neuen Pokémon-Art. Körper scheinen aus flüssigem Metall zu bestehen. Da muss ich erstmal stoppen. Ist es nicht eigentlich so, und ihr könnt mich gerne korrigieren, ihr wisst, ich habe keine Ahnung, dass mythische Pokémon einzigartig sind? Dementsprechend können wir zum Beispiel auch nur einzeln wie ein Mew fangen. Okay, bei Deoxys ist es irgendwie anders. Aber ich habe gehört, der wurde später als legendär dann eingestuft, aber der ist ja auch mythisch. Und da waren einfach vier von denen gehört. Das macht es doch nicht mythisch, oder nicht? Es wirkt ein bisschen einfältig. Dafür aber umso liebenswerter. Okay. Das Krasse ist, die haben das für jede Sprache gemacht. Wahrscheinlich. Oder viele Sprachen. Das ist doch, ist noch nicht alles, okay. Doch, das ist nicht alles, ja. Ja. Es scheint ein Gang zu bergen. Oh, und schön die Werbung. Ich hol's mir, ihr wisst. Aber nicht schlecht, gute Werbung. Am Ende hat er sich verwandelt, oder? Also entwickelt. Oder sind irgendwie alle zu einem geworden oder sowas. Keine Ahnung. Aber es gibt noch ein Video, das schauen wir uns auch gleich nochmal an. So, und zwar, warte mal, stopp, 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 so. Okay, schauen wir uns das mal an. Oh, Professor Eich. Oh ja, schieß los, Alter. Gern, ich habe am selben Ort, an dem ich das Buch gefunden habe, diese Wunderbox entdeckt. In ihr befand sich aber leider nur etwas, das wie eine rostige Metallkugel aussah. Eine rostige Metallkugel? Es besteht aus denselben Komponenten wie Meltan. Sie erinnern sich sicher, dass ihr Ditto die Gestalt von Meltan annehmen konnte. Das war nämlich der Schlüssel. Die Gestalt von Meltan aus dem Gedächtnis angenommen haben. Deshalb sah es wohl auch nicht exakt wie Meltan aus. Ah, hm? Jetzt sind Sie wieder dran. Wieso? Haben Sie irgendeine Idee? Professor, könnten Sie mir bitte diese Wunderbox schicken? Ja, alles für meine Musterschüler. Was? Okay. Unglaublich, wir haben es geschafft, Willow. Ja, Professor. Wir waren mit unserer Theorie goldrichtig. Was wir brauchten, war ein Ort, der dem ursprünglichen Pokémon ähnelt. Nicht das Innere eines Labors,
Okay. Ich muss hier nochmal kurz unterbrechen. Er nennt es mysteriös. Aber es heißt ja Mythical Pokémon. Und Mythical ist ja eigentlich mythisch. Und mysteriös auf Englisch ist mysterious. Und das heißt ja nicht mysterious Pokémon, sondern Mythical Pokémon. Hat mich jetzt nur so gewundert. Okay. Sie kommen nicht allein, sondern liegen Scharen auf. Da hat sich unsere Forschungsarbeit ja richtig gelohnt. Professor Eich, die Wunderbox lässt sich nicht mehr öffnen. Ach, Eich, das hatte ich ganz vergessen. Ich weiß nicht warum, aber nach einer Weile schließt sie sich einfach. Ich habe alles Mögliche versucht, aber es wird wohl etwas dauern, bis sie sich wieder öffnet. Was? Fortsetzung folgt. Das war Folge 2. Und schön wieder die Werbung. Okay. Professor Eich und Professor Willow liegen neue Forschungsergebnisse zu. Hashtag Meltern. Was? Liegen neue Forschungsergebnisse zu Meltern vor? Ah, okay. Trainer, schaut euch ihre neuesten Erkenntnisse an. Hammer gemacht. Die Wunderbox ist der Schlüssel, um Meltern zu fangen. Ihr fragt euch, was es mit dieser Wunderbox auf sich hat. Hier gibt es Antworten. Ah ja. Dann klicken wir mal drauf. Was ist Meltan? Eine noch nie zuvor gesehene neue Pokémon-Art wurde entdeckt. Ihr Name lautet Meltan und zum gegenwärtigen Zeitpunkt wirft sie jede Menge Fragen auf. Meltan, Kategorie Mutter, Typ Stahl, Größe 0,2, Gewicht 8 Kilo. Mhm. Aha. Ja und jetzt? Was hat das jetzt mit der Box auf sich? Auf jeden Fall, ah okay, hier. Die Wunderbox ist der Schlüssel, um Meltan zu fangen. Wir wissen nun, dass Meltan in Pokémon Go erscheint. Um Meltan zu fangen, wird eine Wunderbox benötigt. Diese erhältst du, indem du Pokémon aus Pokémon Go auf Pokémon Let's Go Pikachu oder Pokémon Let's Go Evoli überträgst. Ja, das heißt aber... Ja, ohne Let's Go kannst du Meltan nicht fangen. Dann kriegst du die Box nicht und dann kannst du Meltan nicht fangen. Aha. So. Der Schlüssel ist diese Box. Um genau zu sein, der Schlüssel ist Let's Go Evoli oder Pikachu zu kaufen. Das ist der Schlüssel für die, um Geld zu machen. Aber interessant. Sehr, sehr interessant. Das waren die Videos und neue Informationen zu Meltan. Jetzt wissen wir, wie man den bekommen kann. Nur durch diese Box. Und diese Box gibt es eben durch Tauschen mit Let's Go Pikachu und Evoli. Das heißt aber auch, ja, entweder wenn man das Spiel nicht hat oder niemanden kennt, der das Spiel hat. Weil das ist auch eine interessante Info. Man kann mehrere Accounts auf die Switch rübertauschen. Das heißt, deine Freunde können auch auf dein Switch spielen, auf dein Let's Go, Pikachu oder Evoli, ihre Pokémon transferieren. Das heißt, sie können auch die Box bekommen. Aber was ist, wenn weder du das Spiel hast, noch irgendjemand, den du kennst? Ja, gibt es dann kein Meltan für dich oder was? Das ist eine Frage, die noch offen bleibt. Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare. Also das war's von mir. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.